Konnichiwa, Leute! Was geht ab? Oh, naja, nicht gerade die beste Einleitung für diesen Part. Aber es geht mal wieder weiter mit Let's Play Fall of the Samurai. Die Aizu. Wo waren wir stehen geblieben? Ja, ganz klare Sache. Also in den vergangenen Parts haben wir Totomi Mikawa und natürlich, ganz wichtig, unsere Heimatprovinz wieder zurückerobert. Und ja, das bildet schon wieder mal ein sehr gutes Fundament und überhaupt die Mission ist leider hier gescheitert, die wir angefangen hatten. Sei es drum. Die Zhou sind fast erledigt. Sie haben nur noch eine Provinz und ich überlege mir gerade, ob wir die denen vielleicht abspenstig machen könnten. Auf jeden Fall, lalal, das wollen wir nicht erforschen. Wir wollen, nicht gerade das Falsche, Abgeschiedenheit. Denn das Volk war ja bekanntlich wieder ein bisschen unzufrieden. Holla. Das sind jetzt alle Provinzen, die wir mit den... Nee, noch nicht mal unbedingt. Na gut. Ja, ich werde mal wieder Zufriedenheit wieder aktivieren. In Gang setzen, damit die Leute wieder hier ordentlich in Aufruhr versetzt werden. Und etwas leisten, so wie es sich gehört. Dann fahren wir weiter hier entlang mit unserer Flotte. Hier können wir vielleicht eventuell das eine oder andere sehen, die Sayama. Ah, jetzt kommen wir schon nach Shikoku. Das wird auch interessant sein. Gehen wir einfach mal hier weiter. Mit denen sind wir ja noch im Frieden, zum Glück. Wir werden uns schon nicht angreifen. Nur um mal hier so ein bisschen so die Küste zu beobachten, denn da werden wir dann weiterziehen. Hier momentan sind es wirklich hier im Osten nur die Clans des alten Shogunats tätig. Wir unter anderem die Aizu, also wir die Aizu, die Matsumae, die Sado und die Obama. Ja, und die, der kaiserliche Clan der Zhou hat jetzt langsam abgedankt. Hier greift noch eine Armee der Zhou, die Obama, an. Total sinnlos in meinen Augen. Okay, bitte. Ich habe nichts dagegen. Ja, ich würde gerne nach Südshinano einfallen. Hab ich mir überlegt. Jetzt habe ich natürlich die meisten Streitkräfte hier in Mikawa. Ich bin gucken gerade. Hier habe ich nicht so viele hier. Ja, das, wie gesagt, war die eine. Die Provinz werden wir jetzt natürlich halten, damit die wieder hier für uns. Also die nächste Runde zum Beispiel für den Shogun. Nächste Runde wird das 52,9 sein. Prozent, damit wir hier wieder Land sehen für unsere Gesinnung. Ach, wir sind frei. Nee, sind wir nicht. Zum Glück nicht. Ich würde vorschlagen, ich kann es nämlich gerade mit keiner Armee einfallen, dann nehmen wir doch mal, haben wir hier irgendwo einen. Ja, wunderbar, den nehmen wir. Und dann gehen wir nach Südshinano. Ich möchte trotzdem nach Südshinano. Aha, okay. Gut, da weiß ich schon mal, dass es auch keine gute Idee war. Das ist eben der Vorteil an Agenten. Kann ich den... Könnte ich sogar. Ich könnte sogar den Geisha mal killen. Zumindest das versuchen. Vielleicht sollten wir mal versuchen, den General... naja... Obwohl, das ist eigentlich Geldverschwendung. Der wird nicht mehr lange durchhalten, glaube ich. Also, der hat jetzt zwar gute Linieninfanterie, aber... die Scharfschützen sind auch gefährlich. Aber ansonsten... und wir sind ja auch mit ihm im Frieden. Ich denke mal, wir passen da eher mal auf. Soll er versuchen, sich mit ein bisschen über den Obama rumzuärgern? Das soll mir recht sein. Ansonsten... die Takatsuki, das ist die Frage. Was wir mit denen anstellen. 6 Provinzen sind mächtig begütert, genau wie wir. Ob wir die wirklich angreifen wollen, ist die Frage. Mit denen treiben wir auch Handel. Das ist ein bisschen ungünstig. Ich würde eher mal warten, wie sich die Lage hier noch so aufklärt mit ja, den Zhou. Und ich bin überhaupt relativ... unsicher, ja. Unsicher, sagen wir es mal so. Ich sage das Wort nicht mal. Dieser Begriff ist immer so...
nicht so mein Favorit. Okay, ich bin unsicher, ich gebe es zu, weil ich nicht genau weiß, ob ich hier einschreiten sollte und meine Verbündeten wirklich... Gut, die Sado sind ja meine nicht mal unsere Verbündeten, aber leider haben die Matsuma jetzt auch schon ganz schön hier das Ganze unter die Kontrolle gebracht. Das ist deren Hauptstadt und die ist ja schon eigentlich schon sehr gut ausgebaut. Die sind regelrecht unterfordert, weil die haben ja gar keine Gegner mehr da oben. Aber die würde ich mir trotzdem noch warm halten. Von daher müssen wir irgendwie überlegen, ob wir vielleicht hier irgendwo anlegen könnten und da angreifen könnten. Zum Beispiel bei den Sayama. Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt mit unserem Schiff, mit unserer Flotte hier rumfahren, um die Lage mal ein bisschen zu orientieren, zu beurteilen. Entschuldigung. Die Sayama sind nämlich eigentlich nicht so stark. Vielleicht könnten wir mal die... Wem sind die denn verbunden? Ja, das ist so typisch. Aber mit den Obama sind sie verfeindet. Naja. Dann muss ich mal kurz... Die Takatsuki sind mit den Zu und den Obama verfeindet. Die Obama sind mit den Sayama, mit den... Also als Clan, der unsere Gesinnung teilt... Schlage ich mal vor, vielleicht, dass wir uns mal die Takatsuki und die Sayama vornehmen. Aber ich würde erstmal abwarten wollen, jetzt erstmal versuchen, wieder unsere Zufriedenheit wieder ins rechte Lot zu bringen. Das droht nämlich schon wieder außer Kontrolle zu geraten. Und da habe ich keine Lust drauf. Deswegen warten wir erst nochmal ab. Hier haben wir den Shinsengumi. Genau, den schicken wir jetzt mal hier rum und gucken, was hier so los ist. Schicken wir mal ihn mal nach Iga. Die meisten Provinzen sind ja sowieso immer leer, das ist ja klar. Aber dennoch möchte ich mal sehen, Takatsuki hier. Und Owari ist schon mal nichts los, da könnte ich eigentlich einmarschieren, da müsste ich dann nur die... Aber hier sehen wir eine Armee der Takatsuki, die sie im Zweifelsfall auch hierhin bewegen könnte. Wir haben halt nicht so gute Schützen, deswegen würde ich erstmal abwarten und damit wir gute Schützen bekommen. Irgendwie müssen wir die Modernisierung dann doch irgendwie vorantreiben. Das ist nicht so ganz einfach. Ja, okay, hier haben wir noch den Shinsengumi. Den können wir mal... Den schicken wir nach... Ah ne, der kann ja da bleiben. Der kann da bleiben. Und der kann da auch erstmal bleiben, weil ich glaube, da hatte ich noch ein paar Rekrutier. Ne, noch nicht. Aber für den Fall... dass er hier austickt, wie wir ja schon wissen, hat uns ja, wollte uns verraten. Ich habe ihn daran gehindert, haha. ja, okay, dann werden wir jetzt, oder noch ein bisschen, wir haben jetzt auch einen Hafen hier in der Nähe, wir müssen nicht immer nach Izu gehen. Ich würde dann, die sind ja jetzt kupferbezogen, diesen Kupferüberzug haben wir ja jetzt freigeschaltet. Ach, Militärhafen muss man erstmal bauen. Okay, dann könnten wir ja... Militärhafen? Ja, und hier haben wir es auch schon. Und das andere Handelshafen, das... Genau. Dann bauen wir dann mal hier den Militärhafen aus, später. Wenn wir genügend Geld haben, jetzt haben wir noch kein Geld. Dann sparen wir lieber noch ein bisschen für Krisenzeiten und gehen erstmal in die nächste Runde. Die Satsuma leben weiter dekadent vor sich hin. Aber dennoch, solange sie mir nicht gefährlich werden, soll mich das nicht stören. Aha, okay. Jetzt kommen sie nämlich nach. Sie greifen die Obama an. Jetzt bin ich ja mal gespannt, wie sich die Lage entwickelt. Also, das wird sich daraus... ich bin jetzt erstmal passiv. Ich bin sehr aktiv gewesen in letzter Zeit. Bleiben jetzt wieder erstmal passiv und überblicken die Lage sicherheitshalber. Und gucken mal... was hier so noch so vor sich geht. Habe ich eigentlich noch irgendwelche Lundenschlosskatsche, die ich nicht brauche? Ja, die kann ich, die sind überhaupt sehr langsam, die brauche ich nicht. Ja, dann machen wir hier noch... Nee, ach, das sind alle so schwach, die Einheiten hier. Hier noch eine... Ach, hier können wir dann den Hafen... Ja, sehr gut. Dann bauen wir jetzt erstmal... Moment, ich muss jetzt mal gerade gucken. Trägt das denn zur Modernisierung bei? Jai, jai. Moment, der Handelshafen, minus 1% auf Zufriedenheit.
Okay, hier sehe ich jetzt aber nichts davon. Und es Reichweite der Küstenverteidigung. Küstenverteidigung wird deaktiviert, wenn die Gesundheit des Hafens auf 50%. Plus 1 auf die möglichen Handelsrouten, Rekrutierungskapazität. Okay, ich steigere die. Exportkapazität steigert Handelswert um. Sehr schön, das brauchen wir. Ausländischer Veteran. Ah, okay. Daher weht der Wind. Deshalb konnte ich den hier, weil die hier schon den Militärhafen haben. Okay. Was kommt danach? Trockendock. Ja, gut, so weit sind wir noch nicht. Dann baue ich jetzt erstmal hier in Isu als meinen passionierten Haupthafen erstmal einen Militärhafen. Bau ist abgeschlossen. Kommerzielle Bauernhöfe, okay. Können wir hier denn mal wieder steuern? Ja. Gut. Nein, das ist nicht gut. Aber hier. Hier ging es jetzt nicht. Oder wie war das? Welche Provinz ist denn das? Ach, Shimosa. Ah, ne, da ging es nicht. Okay, dann lassen wir das erstmal sein. Quartier, Meisterbericht. Ja, du sagst mir mal wieder auch nichts Neues. Ishigo. Ach, die Obama gefallen mir irgendwie immer weniger. Zum Glück haben wir, also das war eine sehr gute Entscheidung, den auf den Bündnisvorschlag von denen einzugehen. Wer weiß, was sie sonst tun würden. Und ich muss die Lage wieder hier überblicken. Und begebe mich deshalb mal nach Nochinano mit meinem Ninja von Südshinano nach Nochinano. Ah, eine Geisha. Ich versuche sie jetzt mal zu killen. Naja. Ich hab's aber überlebt. Was ich irgendwie schade finde, dass es hier keine Sequenzen mehr gibt. Das ist irgendwie unverständlich, warum es diese Sequenzen nicht mehr gibt. Das wird wirklich happig werden für dich, Obama. Ich kann hier leider nicht mehr reingucken, ne? Schade. Moment, oder vielleicht hier? Hab ich hier noch irgendwen? Nein. Dann mal kurz zur Flotte. Was haben die eigentlich schon? Die haben noch Hölzer, ne? Ja, die können ich sogar fertig machen, haha. Mach ich aber nicht. Fahren wir einfach mal hier weiter, beziehungsweise erstmal hier hin. Und was haben wir denn hier? Ja, das ist eine Handelsroute. Ach nee, das ist ein Übergang. Na, ja, bleiben wir da einfach erstmal stehen. Greift eigentlich irgendwer unsere Handelsroute an? Die Zug können sie nicht mehr machen. Die haben ja leider keine Schiffe mehr, mit denen sie das machen könnten. Sie haben ja noch diese eine mickrige Provinz hier in Südshinano. Nee, das funktioniert leider nicht mehr. Ach, ich tut mir so leid. Haha, nein. Tut mir nicht leid. Subsistenz. Oh, wow, was sehe ich denn hier? Meine Herren, hier können wir ja noch Frohnhöfe bauen. Ich dachte, wir hätten sie überall ausgebaut. Da habe ich mich geirrt. Hier haben wir sogar schon kommerzielle Bauernhöfe. Das waren die Frohnhöfe. Kommerzielle Bauernhöfe. Oder. Oh, hier haben wir schon als einziges eine Zitadelle. Vielleicht sollten wir auch mal wieder eine Zitadelle. Überhaupt die ganzen. Wir müssen, ja genau, wir müssen mal festlegen, wo unsere Schmelzpunkte, Schmelztiegel quasi sind. Wir haben jetzt 13 Provinzen, wir müssen uns mal festlegen. Natürlich, hier sollte ein Schmelztiegel liegen, ganz klar. Deswegen werden wir die Festung auch zum Schloss ausbauen, hier in Fukushima, wo es uns auch schon mal abhanden gekommen ist. Und dann werden wir, würde ich vorschlagen, hier in der Nähe von Kai und Suruga, Sagami, so in der Richtung werden wir auch noch was bauen. Kutsuke eventuell, ja, mal gucken. Aber auf jeden Fall so in der Richtung. Damit es erstmal vorangeht. Ja. Haben wir den noch? Der läuft ja dann noch erstmal. Haben wir hier noch die Geisha.
wir weiter nach Ise. Ich habe denn hier einen ausländischen Veteran. Infanteriedische Runats. Ja, die wollen wir natürlich auch haben, das ist ganz wichtig. Also wir warten, wie gesagt, jetzt erstmal, bis wir das geschafft haben und dann gehen wir ganz schnell hier rein. Es geht mir erstmal nur darum, damit hier die Zufriedenheit wieder in Ordnung geht. Also gehen wir mal in die nächste Runde. Ein komplexer Punkt, würde ich es mal, so würde ich es mal nennen, in unserer Kampagne momentan. 13 Provinzen ist schon eine gute Leistung, aber irgendwie fehlt mir gerade so die Inspiration. Ja, wen soll ich jetzt am ehesten angreifen? Steigt im Rang auf. Jo, das ist doch schön. Dann wollen wir doch mal gucken, was der so alles kann. Einmal kann er Soldat werden oder Offizier. Heimat. Eine Kaserne und eine Flasche, Junge. Aha. Und bei Offizier steht, ich habe auf jedem Kontinent eine Kugel abgeschossen. Auf jedem Kontinent eine Kugel abgeschossen und jemanden getroffen. Plus 1 auf Entschlossenheit bei der militärischen Verwaltung. Plus 1 auf Entschlossenheit beim Überwachen der Rekrutierung. Und hier bei Soldat war es plus 1 auf Entschlossenheit bei Sabotage von Gebäuden. Plus 1 auf Entschlossenheit im Einzelkampf. Ich würde erstmal das hier sagen. Wir werden Offizier. Und als Gefolge nehmen wir mal den schottischen Tourist. Minus 7% Bewegungsreichweite auf Kampagnenkarten für die Armee. Minus 5% auf die Chance dieses Charakters, ein Attentat nicht zu überleben. Plus aller Gewehreinheiten der Armee, in der sich... Oh, das könnte noch von Nutzen sein. Amadieu Davout. Wir sollten überhaupt... wir werden jetzt erstmal die Fronhöfe. Das machen wir als allererstes hier. Und dann, vielleicht ist ja noch ein bisschen Geld dafür drin. Nein, leider nicht. Nicht ganz. Da fehlt noch ein bisschen was. Na gut, dann gehen wir wieder hier hin. So. Hau. Geht schon einiges ab. Seht euch an, was die schon haben hier. Aber es kämpft ja auch irgendwie so selten jemand. Hier trauen sie sich nicht so wirklich anzugreifen. Fahren wir mal diese Enge hier zwischen Shikoku und... Was ist das eigentlich für ein Teil Japans? Kyosho? Oder ist das... Hyuga ist... Nee, das ist Kyosho. Okay, dann muss das Hyuga sein. Kyosho, Shikoku und dann muss das hier... Ja, Hyuga sein. Na, Moment. Das will ich jetzt mal kurz wissen. Kyosho, Shikoku und... Doch, okay, aber es steht hier nicht. Ich bin irritiert, aber... Ja gut, das ist jetzt nichts Wichtiges, aber ich finde es immer witzig, weil man will ja auch mal wissen, wo man eigentlich ist. Nicht nur im Osten, im Norden, im Süden, im Westen. Ja, gut, dann... Und da fahren wir jetzt fort, würde ich sagen. Ich komme mir gerade so ein bisschen unterfordert vor, weil ich nicht direkt weiß, was ich tun soll. Ich muss warten. Ich brauche Geld. Und ich brauche, auf jeden Fall clanentwicklungsmäßig muss ich jetzt vorankommen. Aha! Die Zu haben die Obama angegriffen. Wir werden sehen, wie das läuft. Vielleicht werden wir auch noch vor die Wahl gestellt, ob wir die Obama unterstützen oder nicht. Das haben wir ja schon einmal erlebt. Herbst. Herbst ist angebrochen, dann kommt auch bald der Winter, das mag ich nicht so wirklich. Sie haben Nord-Shinano eingenommen. Gehen wir mal weiter.
Tonne. Gehen wir weiter und gucken, wie es den Obama so geht. Ja, die haben Verluste hinnehmen müssen, auf jeden Fall. Ja, das geschieht auch ganz recht. Die sollen nämlich mal geschwächt werden. Die sind nämlich ein bisschen zu stark geworden mit der Zeit. Die Zu werden langsam, aber ganz langsam. Ich glaube nicht, dass sie es nochmal mit mir aufnehmen werden. Wenn, dann steche ich die sowas von aus, wenn die Gelegenheit gekommen ist. Aber es ist ganz gut, dass die Provinzen von den Obama klauen. Dann kann ich nämlich ganz sorglos Nord-Shinano und Süd-Shinano dann noch angreifen, wenn die Zeit reif ist. Aber wir machen halt immer noch diese blöden hier Linieninfanteristen und Scharfschützen bisschen bange. Mal kurz gucken, wo kann man die Scharfschützen denn rekrutieren? In der Kaserne. Die wird dann wahrscheinlich erst... Gehen wir kurz nach Sagami. Unsere modernisierteste Provinz überhaupt. Spielhalle. Nee, Schloss. Moment. Wir haben doch eine Kaserne. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso können wir die nicht rekrutieren? Oder ist das clan-spezifisch vielleicht? Ja, das wäre möglich. Infanterie des Shogunats. Das werden wir auf jeden Fall. Ja. Das werden wir auf jeden Fall machen. Gut, dann gehen wir nochmal nach Fukushima. Und bauen hier ein Schloss. Können wir noch was ausbauen? Vielleicht mal so kleinere Sachen wieder ausbauen. Mal gucken, wie es denn um... Izu Nishimosa ist immer noch im Keller. Lehmgrube können wir ausbauen. Was können wir hier noch bauen? Kanonenschießplatz, Polizeistation. Das ist auf Repression. Gasthaus. Kadettenschule. Gasthaus. Ich mach mal die... Oder mal gucken, was wir noch alles so machen können. An sich haben wir momentan, glaube ich, ein bisschen zu wenig Geld. Hier können wir den Hafen... Ja, wir müssen aber nicht so viele Häfen. Wir sind ja sowieso nicht so seebesessen. Also, dann machen wir erstmal die Lehmgrube hier. Zu einem Lehmbrenn... Ofen. Öfen. Mehrzahl, Plural. Und, ja. Mal sehen, Mikawa. Weiterhin. Unangefochten. Die Provinz war überhaupt eigentlich ganz gut ausgebaut. Die Zitadelle kann man hier sogar noch bauen. Provinz hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Samurai-Dojo. Ist noch relativ traditionalistisch hier geprägt. Okay. Nach Omi. Wäre doch mal ganz schön. Und nach... Ja, nee, da reicht nicht ganz. Kawachi. Die sind wirklich unterfordert. Nee, haben wir sowieso zu wenig Geld. Ja, der Weg ist versperrt. Typisch. Wir müssen die vier Jahreszeiten von früher noch, sorry, die vier Runden noch bis dahin durchhalten und dann endlich hier die modernen Gewehre und dann endlich kaiserliche Infanterie. Republikanische Infanterie, Infanterie des Shogunats, Streitmacht, Roter Vogel, hau mal richtig rein. Werden ein paar, würde ich sagen, auch von denen hier, von den Streitmächten der blauen Drachen und Streitmächten der schwarzen Schildkröten auch mal wieder auflösen. Denn die brauchen wir dann nicht mehr. Okay. Weiter geht's. Hoa, genau. Inzwischen diesem, ja, Inselenge. Ja, also dann gehen wir weiter. Wir können ja erstmal nur sehr wenig tun. Damit müssen wir uns abfinden. Bin nicht sehr zufrieden damit, aber wir müssen warten. Das gehört halt zur Kampagne dazu.
Was haben wir denn hier? Wir sollten Angelegenheiten gemeinsamen Interesses besprechen, sodass alle davon profitieren. Das haben wir jetzt schon einige Male erlebt, dass die zu angekrochen kommen. Aber ich lasse mich dann nur drauf ein, wenn ihr mir was zahlt. Mal gucken. Wir könnten eine Einigung erzielen, das ist schon irgendwie wieder nicht so schön. Also wollt ihr mir gar nichts zahlen? Ich mache euch nochmal ein Angebot und schlage euch mal 500 vor. Ne, dann könnt ihr es vergessen. Ich lasse mich nicht da mit euch ein. Wir hatten einen Krieg, einen Konflikt, den ich eigentlich, ja, so hab beiliegen lassen und... Oh, Schinsengummi sind auf... Ja, nein, das nicht. Warum das? Wieso haben die sich... Der Icarus-Vorfall. Aus Dank für unser Verhalten während des Icarus-Vorfalls haben uns die Briten eine Einheit ihrer Royal Navy als Unterstützung im Krieg geschickt. Wahnsinn. Und wo? Ja, aber wo denn? Wo sind denn diese Royal Marines? Das ist ja mal geil. Das würde ich jetzt mal sehen. Wo sind die denn? Hier vielleicht? Ich meine, aber der ist doch... Ah ne, der ist nicht neu. Aber den müssen wir hier nochmal upgraden. Den machen wir furchteinflößend oder zu einem Beschützer. Ich würde sagen zu... Konvertieren von Provinzen. Das könnte uns noch... nützlich sein. Ich plane da so wieder was Hinterhältiges gegenüber den Verbündeten. Da könnten wir ja wieder ein paar Aufstände anzetteln. Das wäre doch ganz lustig und könnten uns somit die Provinzen einstreichen. Plus 1 auf Geheimaktion bei Attentaten. Und plus 5% auf die Fluchtchancen. Okay, ja. Schnupftabakdose. Das gefällt mir. Ansonsten der Shinsengumi. Wird auch hochgepusht. Den hatten wir auch darauf geskillt. Dann wird er natürlich hier weiter geskillt. Ist überhaupt viel besser, finde ich. Haben wir hier noch irgendwen, den wir aufskillen können? So, dann will ich jetzt nochmal wissen, wo hier die Royal Marines sind. Hier nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ja, wo sind sie denn? Ready for orders, da haben wir sie. In Fukushima doch, tatsächlich. Informieren uns mal kurz über diese Einheit. Ja, die Range ist durchschnittlich, aber die Präzision ist gut. Sehr schön. Die werden wir uns doch mal nehmen und schicken die mal gen Norden, denn da unten bringen sie uns nichts. Schicken sie mal nach... Suruga vorerst. Oder erstmal nach Sagami. Make haste, men. Surprise will be our advantage. Surprise? Der will einen Surprise-Preis? Nee, kriegt er aber nicht.